Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Vorab erstmal, wenn ihr mich weiter supporten würdet, könnt ihr mir gerne mal auf Twitch folgen, dort streame ich jetzt regelmäßig. Ansonsten wird es heute eine kleine Folge Scammer suchen geben. Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo lassen. Dann würde ich sagen, bis gleich, Leute. Gut, Leute, wir sind jetzt auch beim ersten Shop angelangt. Der gehört jetzt zwar nicht ihm, sieht jetzt auch nicht aus wie ein Shop, aber wir können ja mal gucken, was er so verkauft. Schreiben wir mal Hi zurück. Was möchtest du aus dem Shop? Oder Casino? Schreiben wir mal 64. Dias. 64 Dias wären gut. Ja, dürfte auch nicht eigentlich allzu viel kosten, eigentlich so, ich würde sagen, $300 kaufen. Ja. Ja, was denn sonst? Ich will ja nicht bei dem Shop verkaufen. Mal sehen, ob er denn mich scampt, Leute. Das Blatt gehört jetzt nicht ihm, der Shop gehört anscheinend noch mit ein paar Freunden. Können wir jetzt auch mal gucken bei PI. Okay, Blöcke oder normal. Normal. P. Shit. Warte mal, Digga, jetzt bin ich absolut verwirrt. Shit. Ja, jetzt hätt's mich nicht so. Normal. So, dürfen jetzt eigentlich. Okay, komm. Ja, dann gehen wir mal hin. Ja, kommst du? Nee. Wollte. Nix. Von dir. Ja, das ist immer das Problem. Ich suche ja halt Shops, Leute. Eigentlich. Und da schreibe ich auch immer Leute an, die halt, ich sag mal, die zwar ein Lager haben, aber ich will ja testen, ob die Leute scammen, und da ist immer B2C-Shop immer ein bisschen mehr an, würde ich sagen. So, hier unten sind die Dias, war das ja, Dia-Blöcke. Ja gut, wenn er jetzt nur Dia-Blöcke verkauft, werden wir ja mal sehen. Warte, ja, ich warte einen Moment. Er hat anscheinend nicht genug Dia-Blöcke, so wie es aussieht. /NSC, jo man. Aber sonst an. Digga, der sucht jetzt einzelne Dias zusammen. Okay, aber er hat schon mal die 64 Dias im Inventar. Er muss nicht extra zur Crafting Bench deswegen rennen, das weiß er aber ist wahrscheinlich nicht. So. Aber hier unten, naja, ich würde sagen, er sieht nicht gerade seriös aus. So, hat er jetzt auch keine Bezahlkasse. Keine Kasse, eine Bezahlkasse, Digga, auf jeden Fall, er muss los. So, ja, was macht das dann? Fragezeichen. So, 350, ja, das geht noch, das ist noch am Rahmen. Mal sehen, ob er uns scannt. $350. So, bitteschön. Okay, er hat mich uns nicht gescampt, denn Dankeschön dafür, du warst auf jeden Fall scamfrei. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen auf CDB20, sein erstes Plot, Leute. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Shop. Okay, Leute, wir haben jetzt auch schon den nächsten gefunden mit Titanrang. Der hat gefragt, was wir brauchen. Ich habe einfach mal wieder geschrieben, Dia-Blöcke kaufen wir jetzt anscheinend. Was zahlst du pro? Was willst du? Du haben. Digga, was zahlst du pro? Was willst du haben? Oh, der Händler sagt immer einen Preis. Mich nervt sowas wirklich. Das ist auch einer der Gründe, warum Kiefer Games im Moment wirklich ist down. Einfach absolut wirklich. Genau wegen solchen Dingen. Als Händler sagst du einen Preis, so und so viel will ich haben. Darunter gehe ich nicht, baust du Ende aus. Ja. Aber so ein bisschen Verhandlungsspielraum sollte man immer schauen. Ja, schaut kurz. Also wenn er jetzt so, was kosten Dia-Blöcke? Ich habe keine Ahnung, was Dia-Blöcke kosten. Mal sehen, was er sagt. Wenn er jetzt irgendwas um die 3000 verlangt, egal, dann wäre es schon ein bisschen heftig. Was kosten die DK-Dia-Blöcke? 20, 25.000, rechnest du mal runter. Also 1000, 1500. Irgendwas um den. So um den Dreh müssen doch Dia-Blöcke kosten, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder? Berichtigt mich, falls es anders ist, könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, es war so nach meiner Ansicht. Mal sehen, was er jetzt für einen Preis verlangt. Ich hoffe, es wird nicht allzu teuer. Wir wollen ja auch noch mal ein bisschen verhandeln jetzt gleich. Wenn er jetzt so 2000 schreibt, schreibe ich glaube ich erstmal 1500. Und das wird dann so auf 1750 am Ende kommen. Digga, was ist denn das für ein Gebäude hier schon wieder? What the fuck? Machen wir okay. Die. Fragen wir mal noch, welches geht. Welches? Ja, zweites, na siehst du. Da weiß ich schon wieder Bescheid. Das ist schon ein Spiel, weil er ein bisschen länger spielt. So. Ah, sieht aber ein ganz gepflegter Shop aus. So. Ruby, so, 1000. Ruby Lennon, 1500. Bitteschön. Hat mich nicht gescampt, hat es mir auch First gegeben. Ja, hab ich gepaid. Achso, er hat 8k jetzt bei dem Geburt da mitgemacht, okay. Gut Leute, dann würde ich sagen, suchen wir uns jetzt noch einen Shop raus und dann würde ich sagen, bis gleich.
Okay, Leute, wir sind jetzt auch schon beim nächsten Job. Ich frage mich gerade, wo der Verkäufer abgeblieben ist. Ich würde sagen, wir kaufen aber mal die Karte hier oben, weil die sieht recht geil aus. Erinnert mich auch an irgendwas. Ich schreibe erstmal den Verkäufer an. Wie heißt der? USB. Schreibe ich mal Hi. Vielleicht bin ich ja zuerst dran, aber wenn er jetzt den bevorzugt hat, wäre er zuerst da, aber hätte ich damit auch kein Problem. Aber ich würde gerne die Karte kaufen, weil die sieht recht geil aus, muss man sagen. Für $270 geht die für auf jeden Fall billiger als die Diablöcke, die wir eben gekauft haben, Leute. Kann ich. Hi. Schreiben wir mal, hätte gerne diese Karte. So, die hier. Gut, gehen wir denn noch im Bezahlbereich? Ich denke mal. Digga, was ist das überhaupt schon für eine Karte? Hartz, Hates, Hates, keine Ahnung, was das für eine Karte ist. Ist mir auch egal. So, ja. Dann payen wir mal den UBS $270. So, bitteschön. Da hast du deine 270, mein Jutta. Noch was? Das war's. So, komm. So, dann gibt er mir die jetzt eben schnell hier drin. Okay. Ey! Was war denn das jetzt hier? Hä? Wolltest du mir die klauen? So, okay Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese kleine Folge von Scammer so gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo lassen. Und vergesst mal nicht auf Twitch zu folgen, Leute, wo ich jetzt ab sofort regelmäßig streamen werde. Also so alle 2 Tage oder je nachdem, wie ich halt Lust habe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.